Jo Leute, was geht? Freunde, es ist mal wieder was Komisches passiert. Franklin hat wieder Post bekommen und zwar von einer mysteriösen Person und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal an, was für einen Brief der uns geschickt hat. Das Ganze hat Franklin sich nämlich hier auf den Tisch gestellt und ich würde sagen, wir lesen uns den Brief jetzt mal durch. Hallo Franklin, ich habe einen Schatz in Sandy Shores versteckt, such ihn. Und auf dem Bild, er hat ein Bild noch dazu gelegt und auf diesem Bild, Leute, sieht man halt so ein bisschen sowas Ausgegrabenes. Und ich glaube, da drinnen soll sich ein Schatz befinden, Freunde. Und wir werden heute, denke ich mal, suchen, wo dieser Schatz sich befindet. Deswegen sage ich, Leute, wir begeben uns auf jeden Fall direkt nach Sandy Shores und es gibt eigentlich schon ein Problem. Sandy Shores ist wirklich sehr groß und ich weiß echt nicht, wo sich dieser Schatz befinden soll. Deswegen, Freunde, werden wir zusammen nach diesem Schatz suchen. Schreibt natürlich jetzt gerne in die Kommentare rein, wo sich der vielleicht ungefähr befinden wird, wenn ihr was vermutet. Lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Und Leute, heute ist die letzte Möglichkeit, an meiner Weihnachtsverlosung mitzumachen, wo ihr Sachen von über 5000 Euro gewinnen könnt, plus noch 4x50 Euro PSN-Karten. Leute, eine von den fetten Preisen könnt ihr gewinnen. Lasst dazu auf diesem Kanal einfach ein Abo da als Teilnehmerbedingung. Folgt mir auf Instagram, Leute, und checkt den Link in der Beschreibung aus, um eure Adressdaten einzugeben und anzukreuzen, was ihr gewinnen wollt, Leute. Und ungefähr morgen oder übermorgen werden dann die Gewinner auf Instagram bekannt gegeben. So, also, Leute, ich habe natürlich den Zettel mitgenommen. Wir können uns den mal anschauen, denn, Leute, wir müssen hier auf der Karte schauen. Wo fängt eigentlich Sandy Shores an, würde ich sagen? Boah, das ist so... Boah, ich glaube, Sandy Shores ist eigentlich 60% der Karte in GTA 5. Ich würde sagen, bevor wir irgendwo hinfahren, wir gucken erstmal uns das Bild nochmal kurz an. Also, auf dem Foto, wir können ja mal kurz reinzoomen, Leute, sieht man einen Haufen Bäume. Es könnte sein, dass sich dieser das in dem Wald befindet von Sandy Shores in der Nähe, wo die Militärbasis ist. Es könnte aber auch irgendwo anders sein. Also, wir haben als Hintergrund, Leute, diese Berge und die müssen wir uns merken, denn das heißt, das ist kein großer Wald gewesen und ich versuche da mal irgendwas zu entdecken. Okay, ich zoome da jetzt extra ran, Leute, um vielleicht irgendwas zu erkennen. Ich weiß nicht, auf dem Berg befindet sich so ein kleiner schwarzer Punkt, aber das bringt mir nicht weiter. Ich hätte jetzt solche Landmarks gebraucht, so ein Haus oder irgendeine Straße, die man sehen kann. Aber ich glaube, dazwischen diesem Berg und dem anderen Hügel, da verläuft, glaube ich, eine Straße. Also wir merken uns, dieser Graben muss neben einem großen Baum stehen und zwei oder drei Büsche sind drumherum. Und da hinten ist sogar noch ein Busch. Alles klar, ich merke mir das einfach. Ein großer Baum, zwei Büsche. Oh man, Leute, das wird auf jeden Fall keine leichte Aufgabe sein, aber er meinte, das ist in Sandy Shores, das heißt, hier ist es definitiv nicht, also können wir schon mal das ausschließen. Und Freunde, was glaubt ihr, wird in diesem Schatz drin sein? Wird es vielleicht doch kein Schatz? Oder gibt es da vielleicht irgendwelche Sachen, die ich in GTA 5 noch nie bekommen habe? Leute, ich bin da richtig gespannt, was sich in dieser Schatzkiste oder in dem allgemeinen Schatz einfach befinden wird. Deswegen, Leute, oh, ich bin so gespannt. Okay, ich glaube, ab hier ungefähr, Leute, beginnt Sandy Shores. Also man kann jetzt so ein bisschen denken, dass, ja, nee, das ist definitiv nicht richtig. Wir müssen darauf achten, Leute, das ist irgendwie, oh mein Gott, stimmt, wir müssen die Sonne uns angucken, wo die steht, weil ich glaube, der Schatz sollte sogar um diese Uhrzeit gelegt worden sein. Wir müssen einfach mal die Schatten beobachten. Wo werfen die Bäume bitte Schatten? Okay, das heißt, die Schatten gehen ungefähr in meine Richtung, das heißt, ich muss mich so hinstellen beim Suchen, dass die Schatten auf jeden Fall nach hinten zeigen, oder ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber die Schatten sind ganz wichtig. Und dass der Berg auch Sonne bekommt, zeigt eigentlich, dass das sich wahrscheinlich, oh mein Gott, das ist kompliziert zu erklären. Also die Sonnenposition soll auf jeden Fall sagen, dass das Bild, glaube ich, in diese Himmelsrichtung geschossen wurde. Also das merken wir uns, Leute. Das heißt, es fällt schon mal weg, dass es sich auf dem Mount Chiliad, glaube ich, befindet. Oder auf der Rückseite vom Mount Chiliad. So, jetzt würde ich sagen, wo könnte dieser Schatz sein? Leute, ich glaube, mit diesem Auto kommen wir nicht weiter. Ich denke, wir brauchen ein bisschen andere Unterstützung von einem gewissen Ehrenfahrzeug, Leute. So, Leute, ich habe mir jetzt ein neues Motorrad geholt. Und zwar den sogenannten Oppressor. Ich denke, viele von euch kennen das Fahrzeug. Wahrscheinlich eines der meist verfluchten Fahrzeuge in GTA Online. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal. Also, Leute, wir haben hier ein paar Bäume. Wir müssen mal schauen, ob wir hier hinter den Büschen etwas finden können. Das könnte tatsächlich sogar diese Location sein. Wenn man bedenkt, ja, die Schatten, aber da hinten ist kein Baum. Okay, nee, Leute, ich glaube nicht. Also, es wird echt schwer, diesen Schatz zu finden. Ich meine, der einzige Tipp ist, dass wir wirklich einen Sandy Shores suchen müssen. Und jetzt, Leute, es könnte jeder dieser Büsche sein. Schaut euch mal an, wie viele Bäume. Oh, mein Gott. Okay, nein, das ist Los Santos. Hier müssen wir suchen. Und wo könnte das sich befinden? Es könnte überall sein. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob wir dem wirklich jetzt... Ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, bremst doch mal. Nein, nicht nicht Backflip. Oh mein Gott. Vorsicht. Anhalten. Nein. Mein Motorrad. Nein, Hilfe. Hilfe. Halte. Stopp.
Hör auf, dich zu rollen, Franklin! Stopp! Jetzt. Hallo! Hör jetzt mal auf, dich zu rollen! Das ist hier nur keine Freizeitaktivität, okay? Komm schon! Stopp! Ey, ich kann nichts machen. Okay. Ist alles gut? Hast du dich verletzt? Ich glaube eher ein bisschen dreckig geworden. Aber nicht so wirklich verletzt. So, Leute. Ja, wir haben jetzt unser Motorrad verloren. Jetzt haben wir ein großes Problem. Ich würde sagen, wir gucken uns das Bild jetzt nochmal an. Okay, also. Wenn wir uns das angucken, dann müssten wir von dem Hügel aus, wo wir stehen würden, wo dieser Schatz ist, hinter dem noch andere Berge sehen. Und tun wir das in dieser Location? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube eher nicht, Leute. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht da hinten wäre und man würde dann diese Hügel sehen. Das würde schon eher Sinn machen. Ich muss mal schauen, ob mein Motorrad hier irgendwo ist. Vielleicht finden wir sogar hier den Schatz. Wer weiß. Hier sind auf jeden Fall sehr viele Büsche und Bäume. Wo könnte man den versteckt halten? Und wieso versteckt man so einen Schatz vor mir? Oh, okay, perfekt, Leute. Da ist sogar das Motorrad. Nice, also haben wir es doch nicht verloren. Okay, es müsste sich auf dem Flachland befinden. Also wir müssten eher so ein bisschen einen flacheren Hügel suchen. Könnte ungefähr hier sein, Leute. Könnte in der Richtung sein. Vorsicht, Franklin, nicht runterfallen. Brems, brems. Okay, so. Oh mein Gott. Okay, Leute, wir sind schon mal auf der richtigen Location. Wir sehen von dem aus, wo wir stehen, sehen wir ein paar Hügel. Und das könnte ungefähr damit tatsächlich passen. Jetzt muss ich mal schauen. Wir sind gleich in der Nähe, Leute. Wir sind dem Schatz schon einen weiteren Schritt auf der Spur gekommen. Ist er hier irgendwo? Nein, ich sehe nichts, Leute. Okay, hier ist er auch nicht. Oh mein Gott. Okay, kann auch sein, dass wir jetzt gerade in die vollkommen falsche Richtung fahren. Das wird auf keinen Fall leicht werden, diesen Schatz zu finden. Vielleicht ist es ja weiter oben. Vielleicht, Leute. Warte, ich habe eine Theorie, Leute. Ich habe eine Theorie. Wir haben noch nicht da hinten geschaut. Ich glaube, der Ort sieht sogar fast genauso aus, wo wir sein sollten. Warte. Okay, ich gleiche jetzt mal die Bilder ab, Leute. Ich gucke jetzt nicht darauf, wo wir hier sind. Schaut einfach dort hinten, Leute, in den Hintergrund, wo die Hügel sind. Also wir sehen so einen Hügel, Leute, der so ein bisschen so krumm ist und so leicht so ein paar Hügel, so ein paar Steine hat. Und ich glaube, da hinten verläuft eine Straße. Ah, ja, wir sind bestimmt dem jetzt nahe. Aber ich weiß noch nicht, ob es das wirklich ist. Also wir schauen mal. Ich glaube, wir kommen den wirklich jetzt näher. Ah, sieht schwierig aus. Weiß nicht genau. Schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Vielleicht haben wir ja Glück, wenn wir hier schauen. Müssen wir mal kurz nachschauen. Sieht man hier was? Ich sehe ehrlich gesagt nichts. Nee, Leute. Das ist nicht richtig. Aber wir sind näher dran. Wir sind näher dran, Leute. Aber jetzt... Ah, jetzt verschwindet dieser Hügel auch. Ups, sorry. Ich habe hier irgendwas überfahren. Okay, vielleicht müssen wir noch ein bisschen weiter. Okay, nein, hier sind zu viele Bäume. Das sind zu viele Bäume, als dass ich das hier finden würde. Aber vielleicht... Oh mein Gott. Leute, das kommt mir doch ein bisschen bekannt vor. Ich glaube nicht, dass es richtig ist. Oh nein. Werd ich jetzt mal ehrlich, wieso versteckt man einen Schatz so schwer? Hat mir nur Sandy Shores gesagt. Wie soll ich den denn bitte finden? Vielleicht habt ihr ihn im Video schon irgendwo gesehen und ich habe es übersehen. Ich weiß es nicht. Wir drehen uns jetzt im Kreis. Okay, ich gehe jetzt noch so ein bisschen weiter, Leute. Könnte sein, dass wir vielleicht jetzt so ein bisschen... Nein, nein, das ist falsch. Das ist eindeutig falsch, Leute. Aber ich glaube, am Ende, Leute, wir müssen mal schauen. Ja, das könnte ungefähr hinkommen, so langsam. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wenn man jetzt so bedenkt, Leute, die Map ist so groß, ne? Wie viele Bäume es einfach hier in diesem Spiel gibt, ne? Das ist schon ganz anders. Okay, Leute, ich lüge euch jetzt nicht an. Ich habe jetzt die letzten 10 Minuten nochmal weiter nachgesucht. Und ich bin immer noch nicht ganz weitergekommen. Aber ich habe das Gefühl, ich bin jetzt ungefähr... Ich habe wirklich jetzt die ganze Zeit auf diesen Berg geguckt. Ich bin, glaube ich, jetzt wirklich an fast gleich exakten Stelle. Und das Einzige, wo ich mir noch vorstellen könnte, wo das sein könnte, wäre hier und da, Leute. Deswegen würde ich sagen, wir schauen mal nach, ob wir da was finden können. Oh mein Gott, das kann nicht sein. Das kann nicht stimmen. Aber mit den Bergen kommt das irgendwie hin. Ja, ja, ich sehe... Oh mein Gott, ich glaube, Leute, ich glaube, wir kommen dem näher. Oh mein Gott. Okay. Wir schauen mal. Nee, das ist hier ist falsch. Hier ist es auch nicht. Hä, wo ist denn das? Ich schau mal hier. Okay. Nein, Leute, ich sehe immer noch keinen Schatz. Ich sehe immer noch hier keinen Schatz. Hä, das müsste doch der Ort sein. Warte kurz, das muss doch der Ort sein. Leute, das ist 1:1 dieser Ort. Warte, da ist ein Baum. Ah, warte, wo ist der Baum? Warte, ist das der Baum? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute, wir haben es gefunden! Yo! Oh mein Gott, Leute! 25 Minuten gesucht nach diesem Ding. Endlich, Leute, wir haben den Schatz gefunden. Jetzt würde ich sagen, Franklin Bro, es ist Zeit, diesen Schatz auszugraben. Bin mal gespannt, was da drinnen vergraben liegt. Oh mein Gott, Leute! Lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Okay, Franklin, du musst jetzt nicht deinen Kopf da reinstecken, aber er sucht, Leute. Oh! Leute, ich glaube, er hat was gefunden. Yo, Franklin, was ist das? Es ist ein Zettel? Ist es euer Ernst? Bravo, du hast es gefunden. Oh nein, bitte sagt mir nicht, dass das ist bitte nicht der Schatz, oder? Mach aus... Oh nein, bitte. Nein, nein. Egal, ich lese es. Mach aus dem Blatt einen Papierflieger und flieg damit zum Friedhof.
Ist das irgendeine Metapher oder hast du mich jetzt wirklich 25 Minuten aufgehalten, damit ich hier ein Blatt Papier finden kann? Oder wir könnten mal versuchen, das zu... vielleicht ist das ein Rätsel. Vielleicht, Leute, ist das ein Rätsel. Mach aus dem Blatt einen Papierflieger und flieg damit zum Friedhof. Wieso soll ich aus einem Blatt Papier, Leute, einen Papierflieger machen und damit zum Friedhof fliegen? Ich weiß, normalerweise, Leute, kann man nicht... Also... Ich kenne das zumindest bei mir so, Leute, dass man mit einem Flugzeug nicht zu einem Friedhof fliegt. Ich kenne aber... Gibt es irgendeinen Friedhof, wo man mit einem Flugzeug hingehört oder so? Ein Friedhof, ein Flugzeug... No way. No way, Leute. Es gibt einen Flugzeugfriedhof in GTA 5. Ich weiß nicht genau, Leute, aber es gibt einen Flugzeugfriedhof in GTA 5. Das könnte der Hinweis sein. Das könnte der Hinweis sein. Okay, Leute, jetzt gilt es auf jeden Fall, den Flugzeugfriedhof in GTA 5 zu suchen. Ich hoffe mal, dass wir dann wirklich den Schatz finden. Das war echt ein nicer Joke, muss ich sagen. Ein kleiner nicer Prank. Aber ich finde nicht so nice, wenn wir am Ende nicht den Schatz finden werden. Und jetzt bin ich umso mehr gespannt, was sich wirklich in diesem Schatz dahinter befindet. Und vor allem, wer macht sich bitte so eine Mühe, mich da 25 Minuten hinzuschicken, dass ich nach so einem Schatz suche. Und ich weiß, ich spiele 7 Jahre GTA 5, Leute, schon. Fast 8 Jahre ist unglaublich. Wir haben 2021. GTA 5 wird dieses Jahr einfach 8 Jahre alt. Und ich weiß immer noch nicht, wo dieser Flugzeugfriedhof war. Oh, oh, ja, ja, Leute, da ist das Flugzeug. Da ist der Flugzeugfriedhof. Jo, okay, Vorsicht. Wow. Recycling, genau, Leute. Das ist der Flugzeugfriedhof in GTA 5. Und jetzt müssen wir nach irgendwas suchen. Papierflugzeug. Vielleicht war da mit... Okay, warte, hier sehen wir kleine Flugzeuge, große Flugzeuge. Jetzt muss ich, Leute, um diesen Flugzeugfriedhof herum einfach was suchen. Ich muss jetzt was suchen. Und man sieht hier, ich glaube, es sind mehrere Leute, die nach diesem Schatz suchen, oder? Ich weiß, ich sehe hier ein paar Leute, die ja auch unterwegs sind. Jetzt müssen wir mal schauen. Also definitiv, es muss hier irgendwo auf oder im Flugzeug drin sein. Oder in der Nähe von dem Flugzeug. Vielleicht ist da hinten was versteckt. Wir schauen mal nach. So. Nee, nein, 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 da, das ist, nee, das ist nur Schrott, hier ist es nicht. Vielleicht ist es ja irgendwie bei dem Flugzeug, schauen wir mal nach. Okay, wir schauen, ah, der ist nicht mehr offen. So, hier ist auch nichts, Leute. Moment mal kurz, ist das der Schatz? Ich sehe da hinten eine Kiste. Oh mein Gott, haben wir gerade wirklich den Schatz gefunden? Oh, Leute, es sieht aus wie eine Kiste, es sieht aus wie eine Kiste. Oh mein Gott, ich glaube, das ist der Schatz. Oh, yes, wir haben jetzt aber wirklich den Schatz gefunden. Okay, da ist ein Zettel. Ich würde sagen, bevor wir den Schatz öffnen, wir lesen erstmal den Zettel. Hi Franklin, du hast dein Geschenk gefunden. Ein verspätetes Weihnachtsgeschenk von deinem guten Freund Trevor. Oh mein Gott. Das ist voll süß, muss ich sagen. Also Trevor, damit hast du mir echt eine Überraschung gemacht. Also damit hast du deinem Freund Franklin echt eine Überraschung gemacht. Ich fand das cool. Also ich finde die Geste echt cool, Leute. Vor allem, Leute, schaut euch mal an. Trevor, er lächelt. Er lächelt einmal auf Bilder. Der lächelt nie. Trevor lächelt sonst nie, außer wenn er mit Patricia Matrazo unterwegs ist. Jetzt bin ich gespannt, was er mir für ein Geschenk gemacht hat. Also Leute, Moment der Wahrheit. Wir öffnen die Kiste und es ist... Oh mein Gott. 1 Million Dollar. Leute, wir haben von Trevor einfach 1 Million Dollar bekommen. Das ist cool, Leute. Das ist... das. Warte mal kurz. Da ist noch was im Busch. Da ist Böses im Busch. Gehört das zum Geschenk dazu? Franklin? Das ist ein blauer Karton. Was ist denn in diesem blauen Karton? Franklin, hol den Karton mal raus. Leute, ihr werdet es mir nicht glauben. Aber Franklin hat einfach das beste Weihnachtsgeschenk von Trevor ever bekommen. Und zwar, Leute, eine PlayStation 5. Oh mein Gott, Leute. Er hat sie auch, Leute. Franklin hat endlich die PlayStation 5. Er wollte die ganze Zeit haben und die war einfach komplett ausverkauft. Ich weiß nicht wie, aber Trevor hat jetzt endlich Franklin die PlayStation 5 geschenkt. Oh mein Gott, Leute. Das ist auf jeden Fall das perfekte Weihnachtsgeschenk. Und ja, Franklin, wie freust du dich oder nicht? Yes, Leute, natürlich. Er freut sich extrem. Oh mein Gott, Leute. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn ihr noch an meiner Weihnachtsverlosung teilnehmen wollt und ihr auch ein Geschenk gewinnen möchtet, dann, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da auf diesem Video. Vergesst nicht, an meiner Weihnachtsverlosung mitzumachen, indem ihr hier auf diesem Kanal ein Abo da lasst, mir auf Instagram folgt und, Leute, den Link in der Beschreibung anklickt, um eure Gewinne oder Wunschgeschenke auszusuchen. Ich würde sagen, Leute, das war's von diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. IDZock ist raus. Haut rein, Freunde, und ciao!